Guten Morgen. Es sind 0 Grad, es fühlt sich aber an wie minus 50 Grad. Ich kann nicht aus meinem Schlafsack raus, es ist so eisig. Und ich habe mir auch gestern noch ein paar Splitter, glaube ich, vergessen im Fuß. Und ich habe Angst, dass es jetzt den Schlafsack eingerissen hat, Und aber ich traue mich nicht aus dem Schlafsack raus, um die Splitter rauszumachen aus meinem Fuß, weil es ist so kalt. Es ist so arschkalt. Naja, bei vielen Schlafsäcken steht ja 0 Grad drauf, aber was dann letztlich wert ist, weiß ich nicht. Aber der Schlafsack ist echt 0 Grad und im Schlafsack wunderbar. Und Gesicht geht auch, aber sobald man Reißverschluss aufmacht und andere Gliedmaßen raus, dann macht man gleich wieder zu und macht wieder rein. So, naja, ich warte jetzt nochmal, es ist jetzt gerade so 5 Uhr, glaube ich, und ich warte, bis es noch mehr hell ist und ne, wirklich warm wird es ja heute nicht, aber trocken soll es bleiben, hoffentlich besser trocken als gestern, das ist ja doch nicht trocken gewesen, und dann heute nochmal 30 Kilometer und dann sind wir in Berlin. Ja, hier haben wir heute genächtigt und dahinter ist dann daher gleich der Weg, es kam aber keiner und ja, sehr, sehr frisch. Ja, auf geht's zur letzten Etappe. Ich habe jetzt die Route geplant. Das sind 32 Kilometer, weil wir nach 13 oder 14 Kilometern nochmal bei einer Netto einkaufen gehen, wieder was essen. Ja, und jetzt haben wir hier schön noch ein bisschen Wald vor uns. Ja, wenn man läuft, ist die Kühle natürlich viel, viel angenehmer, als wenn man schläft oder Zelt abbaut. Ich spüre meine Fingerkuppen gar nicht mehr. Aber jetzt ist wieder alles gut. Also die Navigation im Wald, das ist echt eine große Herausforderung für das GPS. Deswegen ist es ganz gut, wenn man einen Kompass dabei hat. Also das ist, der zeigt ja nach Nordwest, nach Südwesten, dann läufst du 500 Meter und dann ja, sagt er, du sollst wieder zurück, weil er irgendwie dich nicht geortet hat. Und ja, also im Wald GPS, ich glaube, da würde ich tatsächlich eher einen Kompass nehmen, weil auf dem Handy ist ja auch ein Kompass drauf, aber der funktioniert wahrscheinlich auch nur mit GPS, gehe ich davon aus. Wenn einer das von euch weiß, ob der denn autark funktioniert oder ob da irgendwie was Magnetisches im Handy eingebaut ist, der kann das mal sagen, weil das ist ja echt schon schön. Aber das ist echt sehr, sehr anstrengend, besonders wenn es kalt ist. Jetzt gibt es die erste Rast. Bei mir sind ja Backwaren dabei. Und bei Cecile ist alles Rohkost. Obwohl, der ist pasteurisiert, den kannst du nicht, den musst du nehmen. Also das Wandern bei derart eisiger Kälte, weil es ganz schöner Wind und kalt, das ist schon sehr, sehr, sehr kraftzehrend. Ja, da machen auch die Pausen gar nicht so viel Spaß, weil man eigentlich gar keine Pause machen will, sondern man hofft einfach nur, irgendwo ins Warme zu kommen. Aber heute Abend kommt man ins Warme und da freue ich mich schon drauf. Hier gibt es was Interessantes. Philippsthal nennt sich der Ort und hier ist eine Bücherbörse. Das finde ich sehr schön. Ich weiß, dass es in sehr vielen großen Städten gibt, aber ich hätte nicht gedacht, dass das in so einem kleinen, beschaulichen Dorf, neben der Dorfkirche hier im Philippsthal, dass es da sowas gibt, eine Bücherbörse. Richtig, richtig schön. Was wieder schön ist, ein kleiner Waldweg, der hier neben der Bundesstraße langläuft. Das ist so eigentlich das Perfekte. So, jetzt wieder eine kleine Rast. Habe ich schon gesagt, dass bei Kälte sich das ganz schön zieht. Also bei Sonne läuft es sich wesentlich angenehmer. Viele sagen ja, oh, ich kann Hitze überhaupt nicht ab. Aber gestern, das letzte Mal in letzte Deutschlandwanderung letztes Jahr, da waren ja an dem einen Tag 42 Grad im Schatten und ja, das war zwar total heiß, aber es war trotzdem wesentlich angenehmer, als wenn es einfach nur kalt ist. Und ja, so ist es halt. Ja, jetzt gibt es eine letzte Rast vor dem Netto dann und es gibt hier Softfeigen. Und das ist immer so die Frage.
Softfeigen. Erstmal verstehe ich nicht, warum die unbedingt soft sein müssen. Also mir schmecken die anderen Feigen von der Konsistenz viel besser, weil das so richtig rein und abreißt und so. Und das ist irgendwie so, ja, eklig soft. Also keine Ahnung, wer das gewollt hat. Und zweitens frage ich mich, wie kriegen die sie soft? Und da bin ich mir, ja, relativ sicher, dass wahrscheinlich das mir nicht gefällt, was die machen. Weil da wird irgendwas benutzt, irgendein Inhaltsstoff, der nicht deklarationspflichtig ist, die werden da irgendwie bedampft, der dann natürlich nicht drin enthalten ist. Zumindest nicht in nachweisbarer Menge. Und ja, und dann werden die dann halt im Softisch. Naja, gekauft habe ich sie mir trotzdem, weil bei der Wanderung bin ich einfach froh, irgendwie ein Geschäft zu haben, teilweise wirklich nur eine Tankstelle und ja, und dann einfach was zu essen zu bekommen. Und da sinkt das alles schon, ja, auf was Anspruchsdenken geht, mein enormes Maß, das merke ich selber. Und ja, wenn ich allerdings dauerhaft, ich muss die Hand wechseln, kann ich nicht. Wenn ich allerdings dauerhaft umherwandeln würde, da würde ich mir tatsächlich auch Gedanken machen, wie das auch, denn ich bin mir sicher, es ist auch möglich, dass man gut konsumiert, während man auf Wanderung ist. Bloß da muss man ein bisschen umstellen, da muss man ein bisschen schauen. Und Wanderung ist bei mir kein... Oh, hier kommt ein Riesengerät. Ich lasse erstmal das große Gerät hier vorbeikommen. Und ja, die schneiden mir die Bäume ab. Ja, Wanderung ist bei mir ja kein Dauerzustand, sondern das ist jetzt immer projektbezogen. Und von daher, ja, weiche ich dann einfach dann auf Produkte aus, auf die ich da gerade Bock habe. Und ja, das Einzige, was bei mir jetzt so 100% ist, ist jetzt vegan. Wobei, da ich auch im Alltag, möchte ich auch explizit immer mal erwähnen, auch Ausnahmen gemacht habe. Das heißt, ich hatte mal Appetit auf Dickmanns. Ich weiß, das ist extrem ungesund und so weiter. Könnt euch alles schenken, weiß ich. Aber da habe ich Dickmann gegessen. Ich habe mal einen Kuchen, den ich gekauft habe. Ich dachte zwar, dass der vegan ist, aber der Kuchentheker stand alles vegan. Plus der Brownie war halt eben nicht vegan. Und da hat Hanna damals zu mir gesagt, hey, das ist aber nicht vegan. Und da habe ich gesagt, ja okay, was soll ich jetzt machen? Soll ich das Ding irgendwie wegschmeißen? Nee, habe schon trotzdem gegessen. Also, aber bei dieser Wanderung jetzt und auch sonst generell ist natürlich vegan und meistens eben auch Rohkost, so mein Credo. Aber bei der Wanderung esse ich fast jeden Tag zum Beispiel Brot. Brot versorgt mich mit Energie. Ich komme aus der Backstube, ich bin in der Backstube aufgewachsen. Ich halte Brot auch für ein gesundes Lebensmittel. Allerdings nicht für eins, was ich jetzt zu Hause in Massen essen möchte, sondern was ich auf dem Weg mal ein Brötchen oder sowas. Ja, zu Hause habe ich einfach die Möglichkeit, Gemüse und Obst zu lagern und Gemüse und Obst ist einfach die erste Wahl. Aber nichtsdestotrotz ist Getreide ein sehr, sehr hochwertiges Lebensmittel und Brot ist halt ein bisschen verarbeitet. Kommt dann auch immer aufs Brot drauf an, was für ein Brot ihr habt. Es gibt da den Lebe-Gesund-Versandhandel, der noch mit richtiger Steinmühle das volle Korn mahlt. Brot ist natürlich etwas teurer, aber das ist ja wie bei allen Dingen so, ne? Wenn man es billig will oder billig bekommen muss, weil man kein Geld hat, ne? Das kenne ich auch, dann muss man häufig auf Qualität verzichten. Allerdings sage ich da auch nochmal explizit dazu, nur dann, wenn man einen gewissen Anspruch hat. Es ist durchaus möglich, sich vollwertig und gesund zu ernähren für mindestens, sage ich mal, 100 Euro im Monat. Es ist möglich für 50 Euro, aber wenn man es richtig hochwertig und in Bio-Qualität will, für 100 Euro im Monat, da spielen vor allem Möhren eine große Rolle, spielt vor allem Rohgetreide eine große Rolle. Man kann das flocken, man kann das als Frischkornmüsli einfach über Nacht einweichen lassen, man kann das als Trockenmüsli essen. Da gibt es einige Möglichkeiten und deswegen es ist es auch da möglich, aber dann hat man natürlich den ganzen Anspruch, den man sonst hat, den kann man dann natürlich nicht erfüllen. Aber da muss man sich halt neu orientieren, was einem wichtiger ist. Wirklich gesunde Nahrung oder eben seine Ansprüche. Und das ist nicht so leicht, wie vielleicht einige von euch sagen. Ja, natürlich gesunde Nahrung. Da lügt ihr euch oder zumindest die meisten von euch in die Taschen. Jeder hat so seinen Anspruch, oh, jetzt, das gönne ich mir jetzt und sowas. Es ist sehr schwer, sich in Deutschland davon loszulösen. Also von daher, ja, urteilt nicht über andere, die mal irgendwas genießen oder über die Stränge schlagen und sagt dann, das kannst du nicht machen. Das machen wir allzu gern. Aber ich habe mich davor schon vor längerer Zeit gelöst und ich hoffe, dass ihr das auch tut. Und in diesem Sinne geht es weiter. Kalte Wanderung.
Bis nachher. So, hier ist auch Netto, aber das ist irgendwie mit einem anderen Logo. Ist das dasselbe Netto? Ich habe noch nie gesehen, dass Netto auch so ein Logo hat. Naja, wir sind auf jeden Fall froh, dass wir jetzt auch mal ein Edeka auf der Strecke haben, weil, ja klar, die Discounter sind schon, die Discounter sind natürlich preisgünstiger, ohne Frage. Aber, und ich bin der Letzte, der nicht auch das versteht, wenn man Discounter kauft. Ich muss das ja selber auch tun, aufgrund, ja, dass ich halt vom Geld her mir eigentlich nichts anderes leisten kann. Und ja, aber trotzdem, wenn man die Wahl hat, würde ich viel lieber verzichten auf etwas mehr Nahrung, etwas weniger essen, was zum einen auch die Lebenserwartung und das nicht nur als alternativmedizinischer à la Maria oder Galina Schatalowa-Sicht, sondern auch aus wissenschaftlicher Sicht steigert um bis zu 20%, wenn man niederkalorisch ist, sondern die Lebensmittel sind auch wenn man hochwertigere Lebensmittel kauft, sind sie vitaminreicher, mineralstoffreicher. Ich hatte jetzt mal eine Studie gelesen, das war noch bevor ich bei der Wanderung, bevor ich gewandert war. Ich wollte eigentlich ein eigenes Video dazu machen, aber es ist wie so vieles irgendwo unten im Schubkasten liegt das dann da als Notiz. Ein Brokkoli oder Tomaten, Äpfel, all diese sind vom Jahr, der Mineralstoffgehalt ist vom Jahre 1986 bis zum Jahre 1999, also in knapp 15 Jahren, sag ich mal, also in 13 Jahren genau zu sein, in 13 Jahren um 60-70% gesunken. Das ist schon krass. Und ja, und da kann man natürlich den ausgelaugten Böden eine Schuld geben. Und ja gut, es gibt ja nur diverse Berichte für Aufspritzen. Ja, was ist denn los? Was ist denn los? Guck mal. Ja, wer bist denn du? Ja. Du willst auch mitreden. Naja. Aber jetzt bin ich dran. Musst du deinen eigenen YouTube-Kanal machen. So. Na also, auf jeden Fall. Genau, wo war ich stehen geblieben? Egal. Auf jeden Fall. Ja. Quintessenz, eigener Garten. Eigener Garten, selber anbauen, die Böden mit Respekt behandeln. Ne? Wie lange das brauchen, so eine Tomate wechseln, wenn ihr dann reinbeißt. Das ist, wenn ihr dann im Discounter 6 Tomaten kauft für 1,99 oder sowas, das ist unglaublich. Das kann ja gar nichts sein. Aber ja, ich verstehe das zu 100%, dass man sich manchmal nichts Besseres leisten kann. Bloß dann sage ich immer, Leute, holt euch hochwertiges Getreide. Das ist sehr, sehr preiswert und wirklich richtig voller Nährstoffe. Und ja, wer jetzt glutenintolerant ist, was nicht viele sind, und ja, der hat dann natürlich ein Problem. Allerdings, das nächste, wo ich sage, Möhren. Möhren, ne, sehr, sehr preiswert, auch in einer guten Qualität, auch bei dem Lebe-Gesund-Versandhandel zum Beispiel. Für 2,5 Kilo deckt euren kompletten Nährstoffbedarf des Tages. Ja, das geht alles. Natürlich müsst ihr halt wieder Selen und Omega-3-Fettsäuren zu euch nehmen. Ich sag das ja immer. Kompromisse wieder. Machen. Was 3 bis 6 Paranüsse und ein Essenslöffel Leinsamen. Ja. Eigentlich wollte ich ja nur sagen, ich freue mich, dass wir jetzt mal ein Edeka haben, wo auch regionale Produkte zu finden sind, vermehrt als bei den Discountern. Und ja, da werde ich mir jetzt auch irgendwie eine schöne Gurke oder eine schöne Tomate oder sowas holen. Und vielleicht gibt es auch einen richtig schönen Bäcker, wo man auch ein richtiges, schönes, gutes Brot bekommt. Ein Brot wird es wahrscheinlich das nicht werden, aber vielleicht ein Brötchen oder ähnliches. Naja, so, wieder mal ein bisschen Gedanken abgelassen. Weil ansonsten, Leute, das ist halt einfach nur, ja, wandern, 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 sieht alles gleich aus. Straße, rechts, links, Wald, sehr schön. Und keine körperlichen großen Beschwerden, außer dass es kalt ist. Mittlerweile geht es, es sind schon 4 Grad. Und ja, deswegen gibt es ein paar Gedanken aufs Ohr. Jetzt geht's einkaufen. So, jetzt gibt es ein Update von meinem Zeh, was er mir aussieht. Haut bildet sich neu. Ja, das sieht alles viel besser aus. Ich hoffe ja immer, dass jetzt bald mal Berlin irgendwie kommt.
Aber jetzt das nächste Ortsschild war Kleinmachnow und es gehört immer noch zu Potsdam. Also wir haben jetzt noch 13 Kilometer vor uns und ja, ich hoffe einfach mal, dass bald Berlin kommt. Ja, ist ja immer so, wenn man so ein Ziel fixiert hat, erstmal so ein größeres Ziel, dann schafft man es genau bis zu dem Zeitpunkt und viel weiter geht es dann einfach nicht. Aber naja, deswegen auf nach Berlin. Das ist die perfekte Möglichkeit, wenn euch die Schultern wehtun und ihr habt Gehstöcke dabei, dass ihr jetzt einfach so einen Gehstock dazwischen klemmt und ja, und einfach die Schultern entlastet, indem ihr das nach vorne hier drückt. Also das finde ich richtig, richtig geil, weil meine Schultern tun jetzt schon ziemlich doll weh und so, ja, ist einfach perfekt. Yeah! Wir haben es geschafft! Hier! Wir haben es geschafft! Von Leipzig nach Berlin! Yeah!